glaube, es ist, kommt gut, oder? Eben, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe jetzt eben noch so irgendwelche Tabletten oder so, die ich sicher noch einnehme. Mal schauen. Kokolin. Kokain. Ja, und ich glaube, das ist echt dort drin. Ja, und dann ich habe meine Haare noch falsch gemacht. Leider. Also, hast du jetzt nicht noch im Auto nachher machen? Genau, das werde ich jetzt noch im Auto nachher machen. Das muss ich immer. Wir haben nämlich noch 5 Minuten. Ich muss jetzt machen, darum stelle ich jetzt ab. Ciao. Viel Spaß. So, wir sind hier im Flugplatz. Drehen. Sehr wichtig. Aber das heißt Flugzeug. Das ist Geschwindigkeit in Knoten. Wie schnell sind wir etwa? Das ist wichtig. Wir sind so 120 Knoten bis vielleicht maximum 160 Knoten. Dann haben wir die Reizahl, das ist der Ladedruck vom Motor. Das sind die Stunden. Haben wir Öldruck. Also Stunden vom Motor. Aha, wie lange das denn noch kannst. Ja, also der zählt, sobald du abhast. Ja. Merkt jetzt, sind wir in der Luft, dann tust du Stunden zählen. Das ist für die Wartung. Brauchst du das für. Aha, so wie Kilometer beim Motor. Genau, oder so, 50 ja. Stunden tust du zum Beispiel wieder Ölfilter wechseln. Und so. Ja. Da haben wir den G-Anzeige. Jetzt kannst du das mal drauf zeigen. Schau. Jetzt macht es tack. Jetzt sind wir bei 1G. Ja. Und ich sehe dann auch, wenn wir positiv G ziehen, dann geht der Zeiger vielleicht auf 6. Mhm. Dann bist du 6-mal so schwer wie auf dem Boden. Aha. Also dann bist du irgendwie, wenn du 60 Kilo bist, bist du dann plötzlich 360 Kilo schwer. Gefühlt. Ah, shit, ja. Du bist so in Sitz gedrückt. Ja, genau. Und minus, wenn wir auf dem Rücken sind, haben wir minus 1 G. Dann geht alles Blut in den Kopf. Schwierig. Schwierig. Man sieht es. Vollen Körpereinsatz hier. Zuerst lernen. Ich bin extra Schule in Werbung. Ja, hätten wir sonst noch die Total-Tankstelle. Was? Die Total-Tankstelle. Total awesome. Totally awesome. Totally. Wir sind noch mental darauf vorbereitet, dass es einfach crazy wird. Ich glaube, es wird nicht so gnädig. Es wird sicher heiß, es wird sicher. Es geht ab. Ja, es ist ultra heiß in diesem Flug hier drin. Jetzt haben wir die anderen, die sind, glaube ich, vorher abgeflogen. Sie sind schon wieder zurück. So schnell geht's. Wir sind frisch gelandet. Ich muss sagen, mir ist schon ein bisschen Sturm. ich habe mich nicht getraut, das jetzt vor dem Metto zu sagen. Ich dachte, ich muss zuerst die Kamera führen, bevor ich das sage. Aber ja, mir ist schon ein bisschen Sturm.
Also hast du schon ein bisschen Gas gegeben. Ich weiß nicht warum. Ich komme ganz ehrlich, ich komme nicht raus, wie du noch kannst fliegen. Nein, es war schon nice gewesen. Also ich kann es einfach weiterempfehlen. Wir kommen da wieder her. Wir nehmen vorher irgendetwas. Wobei, ich glaube, du bist jetzt schon noch etwas extra. Also, teilweise hast du gar nicht mehr angekündigt. Natürlich. Am Anfang war es noch so, ja, 3, 2, 1, Achtung, ich mache jetzt das Manöver, gell? Ja, du hast gesagt, das macht er nicht. Du musst schreien. Ja. Nein, das ist schon so. Ich habe es gemerkt, gegen Schluss. Am Schluss hast du dich nicht mehr haben. Vor allem habe ich recht nice gefunden, wie wir so durch die Woche geflogen sind und so. Das ist also wirklich ultra schön. Okay, nebendran. Aber dort, wo wir so mit der Sonne... Ja, aber Sonne es war immer außerhalb der Woche. Gewesen. Ja, aber einfach so die Sonne und die Woche und einfach so das Ganze, weißt du. Ultra schön war es, gewesen, wirklich. Also machen das alle auf jeden Fall. Für alle Adrenalin-Junkies. Meldet euch beim Mettu. Ob sie draus. Und yes, abonniert uns einfach. Und noch Tschüss von Mettu. Aus dem Pilot. Bis.